So, hallo zusammen. Pressegespräch vor unserem Auswärtsspiel am Freitag bei FC Energie Cottbus im Stadion der Freundschaft. Dorthin begleiten werden uns etwa 700 FCK-Fans. Wir hoffen natürlich noch auf eine ansehnliche Schar aus Berlin, von der Berliner Bagage und anderen FCK-Fans dort. Schiedsrichter ist mir noch nicht bekannt, hat der DFB noch nicht herumgeschickt. Das wird heute am Nachmittag passieren. Dann kommt das Heimspiel gegen Sandhausen, bis jetzt etwas über 20.000 Tickets verkauft. Dann das Heimspiel gegen den FC Köln, 30.000 Stand heute. Mit mir heute hier unser Cheftrainer Kostas Runjajić und Flo Dick. Und ich übergebe einfach mal das Wort direkt an dich, Kostas. Ja, ich denke, wir haben in letzter Woche eine schwarze Woche ergebnistechnisch gehabt. Haben jetzt wieder in zwei Tagen die nächste Möglichkeit, das zu korrigieren. Ich denke, das, was wir im Moment brauchen, ist ein Erfolgserlebnis und entsprechendes Ergebnis dann auch, unabhängig jetzt von der Spielweise, unabhängig, wie der Gegner heißt, wo er gerade steht, unabhängig davon, ob da jetzt wieder ein Trainerwechsel vollzogen worden ist, ob es ein Auswärts- oder Heimspiel ist. Das ist, was wir brauchen. Wir sind ruhig, wir sind sicherlich intern auch mal etwas lauter und etwas bestimmter, aber das gehört, denke ich mal, zum täglichen Ablauf dazu. In der jetzigen Phase sprechen Sachen konkret an und ich bin, was das unser Team angeht, was die Leistung an sich, die Tendenz oder den Weg, den wir jetzt gehen, damit zufrieden bisher, bis auf die Ergebnisse und dieses Spielglück müssen wir erzwingen. Das wird auch wieder kommen. Die Mannschaft läuft mehr, wesentlich mehr als noch vor ein paar Wochen. Wir gewinnen unsere Zweikämpfe. Wir haben eine hohe Ballbesitzphase. Wie gesagt, das Quäntchenglück, das fehlt noch. Das tut man sich auch bekanntlich erarbeiten. Deswegen werden wir weiterhin täglich arbeiten, weiterhin unsere Ziele verfolgen und versuchen, am Freitag besser zu machen. Flo, der Trainer spricht es an. Erfolgserlebnisse. Was wird nötig sein, um am Freitag sich das Erfolgserlebnis zu erarbeiten? Ja, ich glaube, das, was wir die ganze Zeit auch schon gezeigt haben, wir spielen ja nicht schlecht. Das Ergebnis muss besser werden. Ganz einfach. Und wir haben die Chance. Klar, ist es schön, wenn man mal wieder in Führung geht. Das gibt wahrscheinlich auch wieder Sicherheit. Trotzdem dürfen wir uns nicht verrückt machen lassen, weil, wie gesagt, wir spielen gut, wir arbeiten uns die Dinge. Manchmal sind es vielleicht die falschen Entscheidungen, ob man jetzt die Innenseite oder Vollspann nimmt. Also es sind wirklich Kleinigkeiten, dass ein Ball reinrutscht oder nicht. Beziehungsweise Pech auf unserer Seite, Glück beim Gegner, der kratzt von der Linie. Hinten, klar, müssen wir auch konsequenter sein. Die Tore verteidigen, dass, wenn es vielleicht vorne nicht so funktioniert, dass wir auch mal zu Null spielen. Und darauf müssen wir Wert legen, eben, dass wir da in Cottbus gut stehen, zu Null. Und vorne bin ich überzeugt, dass da auch, wenn wir so weitermachen, irgendwann einer reinrutscht. Weil, was der Trainer auch gesagt, das Glück kann man sich erarbeiten. Wenn wir da dran sind, dann müssen wir uns halt im Spiel 5, 6 Chancen mehr erarbeiten, dann geht auch einer rein.